Och, ein Energieknötchen, das ist ja schön. Wenigstens ein bisschen was Tolles. Ach ja, okay, wir müssen zu diesem Vieh hin, Alter. Koste es, was es wolle. Wie können die denn durch die Türen durch, Alter? Versteh das nicht. Oh, die Musik, Alter. Kacke! Noch eins! Und noch eins! Ja! Scheiße, wie viele sind das? Wir haben keine AP mehr! Das ist gut wie keine. Ich hasse Kinder! Ich hasse sie! Ich hasse sie! Sorgen nur für Ärger, diese Viecher. Isaac, leben Sie noch? Ja. Wir können reden. Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen Ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die guten. Und die schlechten. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerz. Immer wieder sehe ich die Symbole. Sehen Sie auch, Isaac? Odin. Immer wieder sehe ich sein Gesicht. Oh Scheiße, sie haben mich gefunden. Wessen Gesicht sieht der denn, Alter? Die kommen im Moment so oft Speicherstationen, ey. Naja, ist ja nicht so wild. Liegt vielleicht daran, dass wir auf schwer spielen. So, unser Inventar. Da verkaufen wir mal den Rubin-Halbleiter. Ja, gerne. Den Gold-Halbleiter. Strahlen-Munition brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eine Puls-Munition, Minion. Die brauchen wir ganz hart. So, das gönnen wir gleich mal mit hier, das wunderschöne Ding. Medipack kaufe ich auch mal. 3, ja, das sollte reichen. So. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich Ihnen auch. Auf ein sicheres Überleben. So, speichere ich erstmal. Ah, die Grafik hat sich doch echt ziemlich verbessert, muss ich sagen. Aber finde ich geil. Also, ich bin ja sowieso von Grafik besessen und spiele nicht gerne Spiele, die eine schlechte Grafik haben. Die fesseln mich dann nicht so. Oh, Kacke! Ja, springen wir runter. Oh Gott, was ist das denn hier? Sein Irrer, den ich im Krankenhaus schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Stross. Er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Oh, hier. Hardcore-Disco. Kann er rein? Läuft ja noch Musik. Können wir mit den Necromorphs tanzen irgendwie? Wäre auch cool. Titan Teil 2. Serie, die Geschichte der Raumfahrt. Titanstation. Die Eroberung eines Mondes. Teil 2 von 2. Es wurde eine große Kolonie auf Titan errichtet, um jedes seismische Detail des Mondes zu studieren und ihn auf seine Ausschlachtung vorzubereiten. Im Verlauf der Operation wurden die orbitalen Plattformen, die die Arbeit unterstützten, zu Prototypen für die Abbauschiffe, die bald folgen sollten. Titan wurde erfolgreich und nur mit etwas planlicher Verspätung ausgeschlachtet. Für die damals überhöhte Bevölkerung der Erde war dies ein immenser Lichtblick, da sie aufgrund des Rohstoffmangels ihrer bevorstehenden Ausrottung ins Auge sehen zu glaubte. Titans Abernutzung wurde beendet, kurz bevor der Mond komplett abgebaut war und zurück blieb nur das kleine Fragment, auf dem die ursprüngliche Kolonie gegründet worden war. Von hier aus wuchs die Station sprunghaft, während die neue Ära der Planetenausschlachtung eingeläutet wurde. Sie diente in der Folge als wichtiger Forschungsposition und, nach der Einführung der Shockpoint-Antriebe, auch als Wegstation für alle weitergehenden Abbaumissionen. Heute wird sie liebevoll Sprawl genannt, da sie in ihrer aktiven Zeit stetig ausgebreitet hat.
Wir sind auf dem Titan hier, sehe ich gerade. So wie ich das richtig verstehe gerade. Aha, das ist ja auch was. Auf dem Saturnmond. Oh, Levitation. Hm. Ja, hallo. Der wollte wohl schlafen da eine Runde. Da liegt noch was. Puh. Achtung! Hier spricht Direktor Titan. Ein stationsweiter Notfall ist eingetreten. Gemäß des Bürgerrechts verhänge ich hiermit ab sofort das Kriegsrecht. Alle Bürger haben die Station zu räumen. Plünderer werden sofort erschossen. Das ist keine Übung. Begeben Sie sich sofort zur Evakuierung. Ja, okay, das haben wir ja schon mitgekriegt. Find your peace, bitch. Ach, hier müssen wir wieder hacken, wa? Schon wieder ein Textlog. Ich hasse diese Textlogs, verdammt. Ich will nicht lesen. Altmans Fußstapfen. Eine Publikation für die Anhänger von Michael Altman. Wir, die Kinder des Markers, sind die repressiven, unumwundenen Earthgov-Angriffe auf unser Recht auf Religionsfreiheit endgültig leid. Eingeschränkte Öffnungszeiten der Kirche, Feuerschutzrestriktionen bei der Größe von Erweckungsfeiern, Literatur darf nicht mehr ohne Genehmigung ausgegeben werden. Das sind doch nur fadenscheinig verschleierte Versuche, die Wahrheit zu unterdrücken. Unsere Wahrheit, aber sie werden keinen Erfolg haben. Der blasphemische, kurzsichtige, rücksichtslose, destruktive und hoffnungslose Pfad, auf den Earthgov uns treiben will, ist eine Sackgasse, auf die nur Unitology eine Antwort kennt. Altman hat es vorgesehen und wir sind gesegnet, es ausführen zu dürfen. Seid bereit, meine Brüder und Schwestern. Die Konvergenz ist nah. Das war, glaube ich, der Typ. Boah, Alter. Der, da in Teil 1, da in dieser... Immer dieses so, oh, das ist alles, das ist Gottes Segnung hier und alles darüber gelabert hat. Und hab echt die Schaltkreise. Schubidubidu! Los, geh auf! Geh auf, ja, der Marker. Richtige Propaganda ist das. Dana, ich dachte, Sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Unitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Jawohl, bin ich. Alter, nicht schon wieder ein Textblock, Mann. Ja, gut. Church of Unitology. Titanstation. Rekrutierungsbericht. Carrie Gibo. Anwärtermitglied. Einzahlungsstatus voll einbezahlt. Rekrutierungen sind in den letzten Wochen merklich zurückgegangen. Dies liegt sicher an den jüngsten Verleumdungskampagnen von Earthgov, die uns in der Presse als Schwindler und Rebellen hinstellen. Leiter der Churches of Venus oder Venice Rayport und dem Heliopause Observer werden Ende der Woche herkommen, um eine Antwort zu verfassen. Bereiten Sie zusätzliche Budgets für Public Relations und Medien vor, um diesem Trend entgegenzuwirken. Außerdem wirken sich die CEC-Entlassungen negativ auf unsere, das sind die Pfeiltasten, auf unsere Rekrutierungsziele aus, sodass wir im Jahresvergleich fast 30% Verlust zu verzeichnen haben. Ibo, Ende, irgendwie so. Ibo. Oh Gott. Hoho! Ach du Scheiße, nein! Nein! Oh, oh verdammt! Oh, oh Gott! Was zum... Was war das denn? Alter! Alter! Das dürfen die gar nicht. Ja, das haben wir ja schon gelesen. So, zack, zack. Oh, Kacke. Okay, das passiert auch, wenn wir... Oh nein, wir dürfen das Ding nicht berühren. Oh nein, da wollte ich nicht gegen schießen. Verdammte. Ah.
Das war jetzt ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Auch für mich und meinen Oreo-Keks.